Recht herzlich willkommen zur 49. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier oben auf der Insel, machen die gerade wieder frei, was ganz gut ist. Hier unten sind noch die norwegischen Nationalisten, die auch hier unten noch eine Länderei haben. Da müssen wir gucken, dass wir die da wegkriegen, obwohl das machen wir schon. Alles klar, weil da oben gehen sie nämlich kaputt, weil die Insel die nicht versorgen kann. Ja. Ich glaube, wir ziehen die Schiffe mal nach da rüber, weil dann können die da auch gleich aufladen. Wie sieht es eigentlich hier in der neuen Welt aus bei uns? Da sind 3 und 10. Ach, das waren 3 Kanonen, glaube ich, ne? Ne, 2 Pferdchen und... Aber es sind insgesamt 3 Kanonen, okay. Jetzt ist die Frage, wie sieht es mit dem Geld aus? Finanzen... 3. Okay, das ist zu wenig, um noch eine Kolonie irgendwie in Angriff. Aber Avalon ist schon. Ist schon. Okay, dann war das okay. Hier sind wir durch, ne? Oder? Ja. So, das wäre dann die nächste Sache, dass wir uns weiter ausbreiten. Ich glaube, wir können die aber mal zusammenziehen dann. Und was haben wir denn hier oben noch Schönes? Oh, da können wir noch hier das machen, die Protze. Auf jeden Fall. Und... Die Linienschiffe können wir auch ausbauen. Ist aber die Frage, ob wir das noch wollen. Weil da sind wir schon auf Stufe 12. Ja, da können wir hier einen Kolonisten bekommen, der uns aber nicht weiterhilft. Hier, ja. Stufe 9 und wir brauchen Stufe 10. Also das ist hier oben, das dauert noch eine Weile, aber das ist auch nicht mehr weit weg. Ja, Linienschiffe. Lokaler Handel nicht gefördert. Ideen 10. Auf der anderen Seite für das andere können wir es auch nicht gebrauchen. Lass uns das machen. Kaufleute. Von neuem. Zack, machen wir. Ein bisschen Flottenmoral auch erhöht, ne? Dann gibt es die Brick und handelseffizient. Handelseffizient ist ja dann auch wieder gut. Gut, haben wir auch. Was ist das hier? Zeitalter der Reformation endet in 121 Monaten. Bringt uns aber nicht so wirklich was. Was ist das? Das sind die Rebellen, oder? Nee. Zu wenig Rivalen und wir sind nicht im Krieg. Dann können wir uns einen aussuchen, okay? Britannia ist klar ein Rivale. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Was haben wir noch? Ah, Darlehen wird bald verlegt. Lass uns doch mal reingucken. Wir haben ja gerade 221 Taler. Wenn wir eins weniger haben, ist auch nicht schlecht. Aber, ach doch, da oben würde sogar... Ja, nicht ganz gehen. 229 dauert noch einen Moment. Wir sollten aber gucken, dass wir eins weniger haben, weil dann funktioniert das mit den Zinsen auch wieder besser. Also weniger Zinsen bezahlen, ne? Das ist auch klar. Wir kämpfen gerade gegen die Rebellen. Waffenruhen. Was haben wir hier? Avalon zur Kernprovinz. Sollten wir auf jeden Fall machen. Und da arbeiten die dann noch dran. Ne? Geht das denn überhaupt? Gute Frage, ne? Reykjavik, weil wir die noch nicht befreit haben. Wahrscheinlich noch nicht, ne? Wenn die gleich befreit sind, geht das vielleicht auch noch. So, die ziehen rüber. Ist die Frage, ob wir... Hier können wir jetzt mal noch 2 dazu machen. Gegen Britannia, okay. Wird durch England besetzt. Also haben wir das da oben auch geschafft. Na, dann würde ich sagen, gehen die mal auf Schiff. Okay. Und das Schiff kann dann mal rüberfahren. Geht hier hin.
Die werden mehr. Okay. Okay, Häfen sind blockiert. England besetzt das. Die gehen darüber. Norfolk besetzt, okay. Schiffe sind schon angekommen. Und das geht jetzt auch zur Kernprovinz machen. Schauen wir mal zu, dass es klappt. Die gehen damit hin. Und die drei gehen mal dahin. Okay. Die wandern irgendwo hin jetzt. So, wir mal aufpassen. Aber das ist nichts Gefährliches. Okay, da haben wir Glück gehabt. Okay, da haben wir Seeleute verloren. Das können wir auch nicht ändern. Das ist besetzt. Dann gehen wir mal da runter. Machen da einen großen. Okay, jetzt ging das gerade. So. Und das geht gleich auch. So, jetzt haben wir die. Jetzt gehen wir dahin. Oh, da oben ist noch eine Einheit mehr geworden. Müssen wir da erst runterziehen. Okay. Ich komme da jetzt noch ungeschoren vorbei. Sieht aber gut aus. Die ziehen damit rüber. 30 Einheiten befreien das. Oder? Nicht ganz. Jetzt sind es 30. Okay. Ziehen wir gleich nach. Jetzt laufen die wohin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir die jetzt mal langsam in Angriff nehmen, ne? Okay, dann sind wir jetzt. Eierscheier. Und jetzt. Okay. Irgendwo wollen die bestimmt gleich hin. Und dann müssen die hier vorbei, oder? Da können die, glaube ich, nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Am besten wäre es, sie gehen nach oben, dann können wir sie weiter in die Enge treiben. Und das passiert auch. Ich möchte sie aber erst da oben haben, damit ich sie auf jeden Fall angreifen kann. Na, treiben wir Verluste. So. Da oben wurde kapituliert. Die müssen wir es gleich befreien. So haben wir. Von mir aus geht auf die Orkneys. Die gehen wahrscheinlich erst auf die äußeren Hybriden, ne? Aber dann gehen wir hoch und ich glaube, die können nicht hier runter wieder, sondern müssen dann auch wieder auf uns zu. Das wäre ja nicht verkehrt. So, Darlehen zurückzahlen können wir, machen wir. So, eben waren es 3 Taler, die wir hatten, und jetzt sind es 5. Das ist doch schon mal super, oder? Wir müssen eigentlich weiter sparen, dass wir die Schulden loswerden. So, die haben das besetzt.
haben das befreit. So, und jetzt müssten sie mal rüberkommen. Ich weiß nicht, ob sie es tun werden, das ist die Frage, ne? Ja, wo sie kommen. Gespannt. Ob wir da standhalten. Oh, guck mal, da ist gleich sowas von in die Knie gegangen. Das kann es doch nicht sein, oder? Sag jetzt nicht, mit 30 Armeen halten wir da nicht stand. Ah doch, ich glaube, jetzt kriegen wir sie. Gewonnen. Dann machen wir Pause. Verlieren wir Geld, verlieren wir Prestige, kann ich nicht gebrauchen, also Einfluss gewinnen. So, das bedeutet, wir gehen darüber und sind die auch losgeworden, ne? Das ist nicht mehr besetzt, ne? Ne. So, damit ist der Aufstand niedergeschlagen. Ja. Das läuft. Die Einheiten hier ziehen auch tatsächlich jetzt, wo wir vorbeikommen, zusammen. Sehr interessant. Wir haben gerade eine negative Bilanz, wie man sieht. Woran liegt es? 13 Cent. Warum ist das jetzt mit dem Mal? Wir hätten eben 5 plus. Keiner weiß warum. Komisch. Wir sind mit der Korruption. Das fällt langsam. Jetzt haben wir wieder 4 plus. Sehr interessant. Komme ich jetzt nicht so ganz hinter, ne? Wir haben jetzt gerade wieder einen Kredit aufgenommen, oder was? Nee. Den haben wir nur verlängert wahrscheinlich. Dann sind es nur noch 3 Kredite. Gut, okay. Soweit so schön. Jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Eigentlich neue Welt, ne? Hier können wir sowieso nichts machen. Ja, Rivale. Verbündet. Wollen wir also auch nicht machen. Das ist hier Juniorpartner, ne? Kriegen wir also auch nicht zurück. Und hier mit die Franzosen wird es auch nicht besser werden. Da kriegen wir auch kein Bein an der Erde, würde ich sagen. Das ist die Provence, ne? Ja. Ja. Spanien ist weg. Okay, wenn wir mal da. Ne, der Spanien gibt es doch noch. Da ist Spanien, Kastilien. Okay. Inflation, administrative Macht. Dann nehmen wir nur die 10, ne? Wer ist das hier? Verbündete er und ja was? Okay. Agent entdeckt. Kriegsgrund, okay. Was ist das für ein Land? Okay, verbindet mit Russien und so. Und kolonisiert. Das könnten wir noch kolonisieren. Dann hätten wir auch eine Kolonie in Afrika, ne? Würde gewissermaßen vielleicht auch Sinn machen. Und wir kämen auch hin. Nun geht's genauso. Vielleicht wäre es hier sinniger, noch eine Kolonie aufzubauen, ne? Unruhen, minus 2. Unruhen kann ich mir nicht mehr leisten, da müssen wir was gegen tun. Böhmen den Krieg erklärt, okay. So, jetzt ist die Frage, ob wir da unten weiter was machen oder. Wer sind denn hier die Nachbarn, wenn? Das ist die Bretagne, die da sitzt, sehr interessant. Und hier. Okay. Hier haben wir Benin. Die sind verbündet mit
irgendwen anders da. Ich glaube, wir sollten hier unten überlegen, anlanden. Kastilien hat noch so ein paar versprengte Kolonien, ne? Vom Festland sind sie weg. Gut, okay. Die holen wir gerade nach London erstmal zurück. Weil da oben gehen sie auch kaputt, auf Deutsch gesagt. Das wird Kernprovinz. Und das bleibt aber immer noch irgendwie norwegisch, ne? Prozent religiöse Eifer. Ich glaube, da brauchen wir auch nichts machen, ne? Kriegen wir sowieso nicht hin. Das gleiche ist hier. Ja. Das ist momentan norwegisch und bleibt norwegisch. Und der Versuch hier. Kriegst du einfach nicht hin, ne? Kannst du hier weglassen, brauchst gar nicht versuchen. Rausgeschmissene Zeit und Geld vielleicht auch. Oh, wir haben so viel Geld jetzt mal. Hier kommt's. Aber 7, ne? Das ist auch noch schon mal eine schöne Zahl. Ja, ich glaube, wir ziehen mal hier jetzt langsam rüber, ne? Und machen das dann auf Dauer. Was ist das? Ach so, da können wir hier. Können wir das so gerne Provinzen machen? Hat jetzt aber auch nichts geändert in dieser Beziehung. Ist immer noch norwegisch. Und das kriegen wir trotz alledem nicht hin. Gut. Die sind da, das ist klar. Ja. Unsere Schiffe sind ein bisschen schwach aufgestellt. Die müssten wir vielleicht jetzt noch stärken wieder, ne? Veraltete Schiffe sind das. Was ist denn jetzt veraltet und was nicht? Die Koggen sind veraltet, wa? Seeleute 50. Lass mal noch zwei Schiffe bauen. Und dann müssen wir gucken, was wir da noch raus machen, ne? Also das ist hier ja nicht veraltet. Können wir irgendwas machen, ne? Ne? Ja, damit könnte man zum Beispiel Piraten jagen, ne? Gut, lassen wir aber erstmal so. Oh, die Österreicher wollen, dass wir mitmachen. Das Land Österreich, euer treuer Untertan, Verbündeter, fordert eure Unterstützung im Krieg. Österreich von Brünn gegen Böhmen, Brandenburg, Ravensburg, Anhalt, Aachen, Elsass, Württemberg, Würzburg, Nürnberg, Baden, Pfalz, Kleve, Provence, Norwegen. Oh, Norwegen ist auch dabei. Dies ist ein Angriffskrieg, okay. Ich glaube, das können wir auch unterstützen. Machen wir. Okay, das bedeutet, wir werden hier oben als erstes da einmarschieren, weil das können wir uns ja jetzt machen. Und ja, das würde bedeuten, wir ziehen die Flotte erst wieder zusammen, auch wenn sie veraltet ist. Und dann schippen wir mal hier über. Gucken zu, dass wir da noch was machen. Obwohl das nichts bringt, aber
Irgendwas geht ja vielleicht. Okay, wir haben auch schon 7% erlangt, obwohl wir noch nichts gemacht haben. Auch gut, ne? Gut, aber hier machen wir jetzt erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.